Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Vorschau, zum Ausblick auf die neue Weltwoche mit ein paar einleitenden, kommentierenden Bemerkungen zur Aktualität. Diesmal zwei Themen, die ich herauspicke und in aller Kürze, hoffe verständlich, auf den Punkt zu bringen versuche. Erstens Simonetta Sommaruga und der rote Asylfilz. Sie haben davon gelesen, Justizministerin Sommaruga hat in einem bemerkenswerten machiavellistischen Akt ihre Parteikollegin Esther Maurer, SP, frühere Zürcher Stadträtin, als Vizedirektorin ins Bundesamt für Migration gehievt. Schön für Esther Maurer, sie kassiert jetzt 250.000 Franken jährlich für diesen Posten, zusätzlich zu ihrer üppigen Rente, die sie bereits als ehemalige Stadträtin kassiert. Also eine schöne, wie soll ich mal sagen, innersozialdemokratische Postenvergabe, ein Kollegialsystem der sozusagen einträglichen Art, was sie hier abbildet. Fragwürdig in sachlicher Hinsicht, ich kann verstehen, dass die Linken vor allem ihre Leute in ihre Ämter bringen wollen, das macht Innenminister Alain Berset auch, das zieht Simonetta Sommaruga auch eisern durch, wir haben das ja hier auch schon beschrieben, sie hat es nicht so gern, wenn sie renitente Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen hat, die ihr widersprechen, sie möchte gerne Gleichgesinnte haben, gut, das ist ihre Verantwortung. Für die Schweiz allerdings stellt sich die Frage, ist es gut, wenn dieses Migrationsamt von immer mehr Hilfswerklern bevölkert wird. Esther Maurer war zuletzt Chefin von Solidar Suisse, einem Hilfswerk. Mario Gattiker, der Amtsdirektor im Migrationsamt, auch er hat einen Hintergrund bei einem Hilfswerk, ebenso Simonetta Sommaruga. Nichts gegen Hilfswerke, man kann das darüber diskutieren und so weiter, was die gut machen, was die schlecht machen. Was aber sicher nicht gut ist, ist, wenn unser Asyldepartement vor allem von Leuten aus dieser Szene bevölkert wird, wenn die dort den Ton angeben. Weil ein Hilfswerkler, das ist ja klar, hat eine ganz andere Perspektive auf diese Migrationswellen, auf diese Völkerwanderungen, die wir heute beobachten. Der Hilfswerkler möchte möglichst vielen helfen, er möchte, dass möglichst viele nach Europa, dass möglichst viele in die Schweiz kommen. Auch die Begriffe vom Flüchtling, illegaler Migrant, Wirtschaftsmigrant an Leib und Leben bedroht, hier sind die Begriffsinhalte dann fließend, da wird nicht so genau unterschieden. Hilfswerkler sind der Meinung, dass im Prinzip auch alle armen Leute, die halt nichts zu wenig verdienen und so weiter, sind auch irgendwie Flüchtlinge und so weiter. Und das steht halt in einem krassen Gegensatz zu unserer Rechtsordnung, die eben klar unterscheidet. Asyl für Menschen, die an Leib und Leben bedroht sind. Schutz für Kriegsflüchtlinge, aber Schutz auf Zeit. Hier in der Schweiz, man kann sie aufnehmen für eine Zeit, oder aber in den Krisenregionen, in Lagern, an deren Finanzierung wir uns beteiligen. Das ist unser Asylsystem, das ist unser Gesetz. Und wenn man dieses Gesetz ernst nimmt, dann muss man natürlich allen, die sozusagen nicht asylberechtigt sind, sagen, ihr müsst wieder nach Hause. Man muss die illegalen Migranten, die Wirtschaftsmigranten, man muss ihnen sagen, es tut uns leid, aber ihr qualifiziert euch nicht für unser Asylsystem. Dafür wurde es nicht gebaut. Das ist nicht Härte, das ist einfach konsequente Anwendung unserer Rechtsordnung. Und dieser Wille fehlt im Justizdepartement, er fehlt bei Simonetta Sommaruga, er fehlt bei Herrn Gattiker und er wird sicher bei Frau Maurer fehlen. Und ich halte das für eine sehr, wie soll ich mal sagen, egozentrische Personalpolitik, wenn hier die Amtsvorsteherin einfach Gleichgesinnte hier in dieses Asylsystem hineinbringt. Und mal sehen, vielleicht lassen wir uns ja mal positiv überraschen, vielleicht macht es sich ja besser, als man das erwarten könnte. Aber ich bin da sehr, sehr skeptisch bei dieser Personalpolitik. Zweites Thema, ebenfalls sehr brisant, ich habe das hier auch auf meiner Schautafel, sind die jüngsten Entwicklungen in den USA. Ich gehöre nicht zu denen, das ist ja bekannt, die sich an dieser Vorverurteilungskampagne gegen Trump beteiligt haben. Ich bin immer dagegen, wenn Journalisten sich emotional davontragen lassen und dann irgendwie in einer riesigen Frenetik so irgendwelche hochgespielten Vorwürfe und Pseudovorwürfe da breitschlagen. Das meiste natürlich aus politisch durchsichtigen Motiven. Es passt einem einfach seine Meinung nicht, also muss er irgendwie aus dem Amt geschrieben oder gehebelt werden. Das war ganz ausgeprägt bei Donald Trump der Fall. Aber ich habe immer auch gesagt, wenn etwas Handfestes einmal an Vorwürfen herauskommt, sind Sie die Ersten in der Weltwoche, die das erfahren und wo wir das sachlich und nüchtern auch analysieren. Und jetzt ist ein Punkt eingetreten. Ich rede hier von dieser E-Mail,
Enthüllung von diesen Kontakten zwischen Donald J. Trump, dem Sohn von Donald Trump, und einer russischen Anwältin, die irgendwie mit der russischen Regierung in Verbindung gestanden haben soll. Was sind die Fakten? Ganz kurz, ganz kurz. Im Juni 2016 haben Kontakte stattgefunden zwischen Trump Junior, Schwiegersohn Kushner, und Wahlkampfleiter Manafort. Sie bekamen ein Mail von einem Mittelsmann, der gesagt hat, er habe da eine russische Anwältin, vertrete er, und die wiederum stehe in Verbindung mit der russischen Regierung, und die habe Informationen, belastende Informationen gegen Hillary Clinton. Und Donald J. Trump sagte, okay, lasst uns treffen, ich möchte, ja, lasst uns das mal anschauen. Ich würde mich freuen, I love it, irgend so etwas hat er geschrieben, wenn diese belastenden Informationen zustande kommen könnten. Jetzt kann man sich natürlich auf den Standpunkt stellen, ja gut, okay, einfach mal zuhören, wenn da belastende Informationen kommen, warum nicht, kann man ja machen, mal zuhören. Ist allerdings sehr, sehr heikel in diesem Fall, weil es handelt sich um eine fremde Macht, das ist auch eine mit den USA verfeindete Macht, die hier im Raum steht. Da muss man sich dann schon genau überlegen, ob man die treffen will. Es ist dann bei dem Meeting, was wir heute wissen, nichts herausgekommen. Die belastenden Informationen sind nicht erbracht worden. Man redete dann über anderes. Aber, und das ist der springende Punkt, der Sohn von Trump, der Wahlkampfmanager von Trump und auch der Schwiegersohn sind in dieses Meeting gegangen mit der Absicht, mit der erklärten Absicht, belastendes Material gegen Clinton abzuholen, von dem sie wussten, dass es irgendwie von der russischen Regierung beschafft worden war. Also es gab hier klar eine Absicht, mit den Russen zusammen zu spannen, ungeachtet der Tatsache, ob nachher etwas daraus wurde. Die Absicht dieser Leute, die Absicht der Trump-Leute, mit den Russen zusammen zu spannen, ist in diesen E-Mails dokumentiert. Jetzt die Frage, die Kontakte an und für sich, ist das moralisch verwerflich? Ich denke ja. Ist es illegal? Das weiß ich nicht, ich kenne da die amerikanische Rechtslage zu wenig. Was aber klar ist, das ist natürlich ein Hammerschlag gegen die Glaubwürdigkeit des Trump-Lagers. Weil Trump und seine Leute betonen jetzt seit Monaten, es habe nie Kontakte zu Russland gegeben mit der Absicht, irgendwie zusammenzuarbeiten im Wahlkampf. Es habe keine Kollusion gegeben, wie sie es sagen, keine Absicht und so weiter. Und mit diesen Mails sind diese Aussagen natürlich pulverisiert, entlarvt als unglaubwürdig. Wusste Trump etwas davon? Hat er es gedeckt? Und so weiter. Das kann ich nicht beurteilen, das sind nicht die Fakten. Aber das ist ein Schlag gegen die Glaubwürdigkeit dieses Präsidenten, der ja ohnehin mit nicht allzu berauschenden Glaubwürdigkeits- und Zustimmungsraten zu kämpfen hat. Also diese ganze Geschichte muss man ernst nehmen. Ich habe es hier eben, es gab diese Absicht, die Glaubwürdigkeit ist ein Problem. Landesverrat, das sagen jetzt schon gewisse innenpolitische Gegner von Trump, auch gewisse dieser Trump, Anti-Trump-Zerstörungsmedien und so weiter. So weit würde ich an diesem Punkt noch nicht gehen, aber das ist sicherlich, sicherlich ein schwerwiegender Fehler, der hier gemacht wurde und vor allem ein Fehler, der sich wirklich in den Zentralnerv der Glaubwürdigkeit des Trump-Lagers auswirken wird. Wir bleiben dran, mal sehen, wie er sich da herauswindet oder eben auch nicht. Kommen wir zur neuesten Ausgabe der Weltwoche. Titelgeschichte, Thema, das aktuell an den Tischen, an den Mittagstischen besprochen wird, Afrikaner in der Schweiz. Massive Zunahme der Migration übers Mittelmeer nach Europa, Zunahme auch afrikanischer Migranten in der Schweiz. Wir bringen die Zahlen, Fakten von ganz unterschiedlichen Seiten. Wir haben auch Vertreter, afrikanische Vertreter in der Schweiz, offizielle politische Vertreter eingeladen. Wir porträtieren erfolgreiche Schwarze in der Schweiz, aber wir bringen auch unerfreuliche Fakten in diesem ganzen Zusammenhang aufs Tapet. Ein Tischgesprächsthema par excellence. Zweiter Schwerpunkt in diesem Heft, ein Scoop, eine Riesenleistung von meinem Kollegen Urs Gehriger. Es ist ihm gelungen, die amerikanische Politlegende Newt Gingrich zu treffen. Gingrich, früherer Sprecher der Republikaner im Repräsentantenhaus, der große Gegenspieler von Bill Clinton damals, jetzt Trump-Vertrauter, auch Buchautor über Trump,
Understanding Trump, Trump verstehen, ein Riesenbestseller in den USA und einer der wirklich meistgefragten Kommentatoren zur aktuellen politischen Lage, eine ja, Ikone, wenn man so will, der bürgerlichen amerikanischen Politik. Wir haben ihn exklusiv im Interview in dieser Ausgabe. Zuletzt hat Joris Gehriger die Talkshow-Legende Larry King, jetzt also Newt Gingrich, unsere Serie von amerikanischen Alphatieren. Weiterer Schwerpunkt, etwas Leichteres für die Sommertage. Wir bringen Ihnen die besten Literaturtipps, die schönsten Bücher für die einsame Insel, für Ihre Feriendomizile, wo auch immer Sie in den nächsten Tagen und Wochen verreisen werden, um etwas Entspannung zu finden in diesen aufgewühlten, interessanten Zeiten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine interessante, erhellende und weiterführende Lektüre mit der Weltwoche, eine schöne Woche und hoffentlich ein Wiedersehen in 7 Tagen. Wenn nicht, dann gehe ich davon aus, sind Sie in den Ferien. Ich wünsche Ihnen nur das Beste, erholsame Zeit und dann bis nach Ferienschluss, wenn wir uns wiedersehen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit und alles Gute.